Zweimal gezählt, Metas. Hallo! Minecraft-Freunde, weiter geht's in Project Ozone 2 Reloaded. Und für meine Zuschauer, die sich jetzt wundern, was? Zweimal gezählt? Ich zähle immer runter, bevor ich die Aufnahme starte, damit wir so 200 im Sekundentakt synchron sind. ja, von 200 ist klar. Nein, ich zähle dann immer runter, damit wir so ein bisschen synchron sind. Und mein Schwert ist gerade gelevelt, glaube ich. Dann ist das so ein bisschen mit der Aufnahme schöner, so, ne, und überhaupt. Moment. Und, keine Ahnung. Ich mach das halt. Glaub, ich auch ist es schöner, dass dein Schwert levelt in der Aufnahme? Nein, ich rede von der Aufnahme, von Delizium. Der Synchronisation zwischen uns, so, ne? Achso, dass wir synchronisiert sind? Ja, dass wir gemeinsam eigentlich starten. Aber ja, man startet seine Aufnahme voll ja schon... weiß ich nicht. Ja, ich starte die normalerweise immer schon bei der 2 und da habe ich diesmal festgestellt, dass was nicht geklappt, habe ich Stopp gerufen. Und dann habe ich sie einfach gestartet und entschieden, die laufen zu lassen. Aha. Okay, na eigentlich gut, so geht's auch. So. Für elektrischen Stahl bräuchte ich vielleicht auch Stahl. Was? Ja, dann hol doch Stahl. Ja. Okay, jetzt ich will so ein Teil hier da oben auch. Im Teil? Halt, Moment, erstmal will ich, also erst einmal, das hier ist so eine Bewässerungsanlage für den Garten. Also ich will, gibt's schon mal gar nicht. Darf ich, wenn ich will, ja mal, dann will ich. Da gibt's kein Möchte mehr. So, erst einmal, das hier ist, scheint so ein automatischer Ernter zu sein. Ne, was darf ich hier gebaut hat. Da fehlt dann aber noch was dafür. So ein, was auch immer das ist, aber wie nehme ich's mal? Ach, ein Crafter ist das, der Crafter gleich um. Hier ist so ein Wasserbecken, ne, mit so endlos Wasser drin und dann das Ganze hier so, ne. Mit endlos Wasser. Überhaupt, ne, und Wasser fließt da lang. Was ist denn da los? Wasser wird bewässert, Garten wird Wasser bewässert. Wasser wird bewässert, genau. So auch nicht. Warte mal, Yama hat hier eine Rakete gebaut, er hat nur noch keinen Treibstoff. Hm, hab ich einen Screenshot, den habe ich als Thumbnail, da habe ich die so überhaupt. Ich habe da auch schon... Rakete? Also da jetzt sitze ich zum Beispiel drin. Wir müssen noch eine Raffinerie bauen und Öl sammeln. Und es tut mir leid, dass es hier irgendwie in der Nähe von dem Haus leckt, aber ich verstehe auch nicht warum. Bei mir ist es genauso. Nein, die FPS gehen ein bisschen runter. Aber ja, leckt, nein, kann ich nicht behaupten. Ich kann bis 10 FPS so gut spielen, aber das heißt nicht, dass andere das gerne gucken. Ach, ja. Wieso denn nicht? Ja, mal, ich erinnere dich noch an Zeiten, da hast du mit 2 FPS gespielt. Und es hat dich überhaupt nicht gestört. Mich stört's auch nicht. Aber ich werde die Zuschauer stürzen. Ich habe hier kein Problem. Ich kann mich hier nochmal bewegen. Hier war doch noch irgendwas neu. Genau. Dafür hat nämlich da so ein Lagersystem gemacht. Ja, sowas wie ein ME. Was aber Futter braucht. Ja, ein bisschen. Ja, sonst braucht es ja Strom, ne? So, aber wir können da nichts reintun, oder? Doch, können wir. Und ist ja einfacher als Futter. Irgendwo Seensand? Aha, das sortiert sich so nach und nach in die Kisten und beziehungsweise in, in diese Teil hier ein, was auch immer. Hauptsache, wir kriegen das da rein, so, ne? Und so. Naja, das Problem ist halt alles, was im Normalfall ein Slot benutzt. Das schmeiß ich auch mal da rein, das schmeißen wir auch da rein. Das schmeiß ich auch da rein, das auch so. Ne, ja, einfach alles rein. So alles da rein, genau. Dann haben wir halt kein, nicht wie in Magic Farm. War das Magic Farm? Ja. Da haben wir dann kein Energieviech, sondern ein Toolviech. Damit Yama auch ein bisschen was helle wird, stellen wir ihm eine Fackel hin. Oh, fein. Weil der ja sonst nicht so helle ist. Okay, was ich hier machen will, ich will jetzt auch mal so ein Bewässerungssystem bauen. Was hier unten ist, will ich hier oben bei dem Garten auch hinmachen. Kann ich den? Da wünsche ich dir viel Spaß, Mädels. Da graben wir nochmal um, so, ne? Damit ihr wisst, da wollen wir das hin haben. Und Werkzeuge lassen wir da nicht. Hier in der Mitte kommt das Teil, kommt das weg. Und Duffy hat schon gesagt, dass das sorgt dafür, dass, dass die Pflanzen dann schneller wachsen. Ja. Wie viel schneller denn? Hast du eine Stahlpflanze, Duffy? Ja, die ist angeschlossen, deswegen haben wir da drüben auch ein bisschen Stahl. Brauchen wir. Geht das nicht damit? Wassertank. Oh. So. Da gehen wir doch mal. This plant cannot grow here. Wieso denn nicht? Was ist denn los?
Raffi, nee, halt, ich hätte gern einen Transmutation-Tisch. So, das heißt, Transmutation-Table. Wie baut man das? Ach, ich so, muss dann noch kurz schauen, dass ich einen Schlacke-Tisch mache. Holen wir uns erstmal ein bisschen Holz. Ich habe hier extra so eine dafür neue. Dafür braucht man keine Schlacke. Neue Axt. Nein, aber für die Farm. Weil jetzt momentan funktioniert sie nicht. Weil sie voll mit Schlacke ist. Es tut mir wirklich leid, wenn ich drück bin und es schlägt wie Hulle. Aber ich kann da wirklich nichts für. Ich will das ja. Die Waffe, die muss unbedingt wieder auf 1. Das geht mal gar nicht hier. Ja. Du tippst die Zahl an. Ist fertilized and grown. Du tippst. Ich habe früher immer die Zahlen gedrückt, weil ich nicht wusste, dass ich da durchscrollen kann. Aber man kann doch da einfach hinscrollen. Wo? Okay. Wenn ich jetzt hier das Ding in der Hand nehme, die Fackel, das Schwert, dann hab ich Hauptsache Lähmung, das wäre doof. So. Kann ich dich so nicht abbauen? Natürlich nicht. Okay, der, das bei Brot! Was bringt mir das dann? Wow. Also wie schnell das geht, da hat man ruckzuck mal ein Stack zusammen. Das ist richtig, das geil mit der Axt. Nicht gedacht. Aber ich brauche Daffy? Sowas ja? Wie kriege ich denn hier was wieder raus? Warum ich hätte gern mein Brot nicht? Wieder. Wie kriege ich das wieder raus? Sofort, ich bin gleich da. Also, das kann man einfach rausnehmen. Aber nicht, wenn links was reingetan wird. Das ist ja langsam. Ach, weil und was genau spricht gegen ein normales ME-System? Und so, und keine Ahnung. Ich hatte nicht die ganzen Rohstoffe, um das ME-System zu bauen. Echt jetzt? Dafür, wir sollen für immer schweigen. Dich meine ich nicht. Ach so, okay, dann können wir ja weiter labern. Schlacke. Das, wieso denn nicht? Das Teil wollte mich töten. Ja, und? Wer will das nicht? Okay, was? Wie? Was? Hä? Hey, das war jetzt aber nicht nett, Yama. Aber ehrlich. Boah. Na, dankeschön. Ich bin heute herzallerliebst. Ja, ich merke schon. Brauche ich den hier? So, also, wir brauchen erstmal Holz. Sag mal, sind das schon wieder Slimes? Ich hatte die doch alle erst weggemacht. Verdammt. So. Ach. Echt jetzt? Hier, komm. Zack, zack. Kupfer und glaube ich ja wohl nicht. Kaum macht man sich mal ein paar Meter weg, sind die Viecher da. Echt? So. So, okay. Wir wollen. Du langsam, genau. Das Ding. So, das da habe ich euch, dann so. Brauche ich zweimal Öfen. Moment. So. Das da kann man das beschleunigen dafür? Warte mal, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, normalerweise glaub, für einen du Block kannst es ja auch einfach in eine Kiste reinlegen, wenn du weißt, dass es noch nicht drin ist. Ach, und wenn du was craftest und du das brauchst du nicht alles, dann musst du das alles wieder so langsam da reinsortieren lassen. Es ist doch normalerweise nicht langsam. Da haben wir 4 Stück. Das ist normalerweise nicht langsam. Das sind vielleicht. Du kannst dir gerne ein ME-System bauen, wenn du willst. Daffy, du warst damit beauftragt. Daffy, muss das in der Höhe von 3 Block oder 2 Block oder irgend sowas sein? Also ich habe. Müsst du direkt drauf sitzen, geht glaube ich nicht. So, mach mal das auf diese Höhe. Genau. So, dann brauchen wir denn dafür? Wooden Irrigation Channel. Okay. Wie geht der? So, den Ofenplastikfolie. Haben wir Plastik da drin? Plastik haben wir hier. Da. Wo es hingehört. Da. Aber Metas hatte ja so viele von den Teilen neu angeschlossen, dass die komplette Ordnung wieder hinaus ist. Ach was, das geht noch. Man sieht ja was, wo drin ist. Das stimmt, Metas soll es ja neu sortieren. Nein, das soll er nicht. Nein? Doch, nein, soll er. Das hast du ganz falsch verstanden, Yama. Nein, ich habe das nicht falsch verstanden, festgelegt. Nö. So. Ja. Ich habe doch meine ganzen Dinger da rein. Mach mal die das Pipes hier hin. So.
Warte mal. Flüssigkeit braucht es. Das ist so fast leer. Ja. Und das da muss ich. Wenn einer das sucht, dann wird das für alle. Warte mal. Aber das ist ja. Was meinst du? Wenn du da drin suchst, dann sehe auch ich nur das, was du da gesucht hast. Ich kann gleichzeitig was anderes suchen. Irgendwie habe ich zu viele Irrigation-Channel gebaut. Aber hey, Hauptsache wir haben. Klingt wie eine Krankheit. Yama, bekommst du Schaden? Nein. Komm, weil wir so viel haben. Warum, Duffy? Bisschen ach. Raus. So, was hast du was Kleines, sag mal. Was vielleicht bald passieren wird? So. Ja, ich sterbe. So. Nein. Und das kann ich jetzt nochmal abbauen. Meter, Duffy versucht gerade irgendwie lustig zu sein, indem er sowas extrem übertriebenes, also indem er so extrem übertrieben tut. Was? Was? Also nein, dir wird nichts passieren. Was ist das denn? Zukunftsblock? Ja, die Zukunft ist schon geschrieben. Du musst ja jetzt extra hier. Aber wer kriegt denn da die ganze Zeit Schaden, sag mal? So, wir brauchen wohl Wasser. Wer kriegt denn ja die ganze Zeit Schaden? Wasser. Warum? Was machst du denn? Warte mal. Ein Schlackekessel. Müsst ihr dich da reinstellen, oder was? Nee, aber der vergiftet halt. Ein bisschen in der Umgebung. Warte mal. Wo bist du überhaupt? Wieso ist denn hier jetzt auf einmal nichts mehr drin? Hä? Moment. Ich hab doch so schön alles. Nein, guck mal oben, wenn einer dort sucht, dann wird es für alle. Dann ist er für alle gesucht. Guck, wenn ich da jetzt eingebe. Ach, wie doof ist das denn? Ja. Und, wenn du da was rausnimmst, was craftest und du musst dann wieder was reintun, dann musst du das alles wieder langsam reinsickern lassen. Das ist ja wohl nicht wahr. Halt, oder? Für was machst du denn so viele von den Teilen? So. Ja, wir brauchen wieder. Nimm doch die, die hier zu viel sind. Was? Nimm doch erstmal die, die hier zu viel sind, Mensch. Warte mal. Ach, das ist doch egal. Wir brauchen die doch später eh. Nein, brauchen wir sicherlich nicht. Wir brauchen die Dinger ja nicht, wenn wir von manchen Sachen nur 3 oder 4 haben. Man kann dort kein. Moment mal. Verschwinden die Eimer, wenn ich das mache? Echt jetzt? Wieso passiert das? Ich wollte da Wasser entnehmen bei deinem Teil da. Und auf einmal waren meine Eimer weg. Von 33 habe ich jetzt deine noch Eimer waren 27, weg? Jo. Was wagst du auch, wenn Duffy Zeug bleiben zu wollen? Wasser wegzunehmen. Aus dem Wasserbecken da, dieses dein Wasserverteilungssystem Dingsbums da weißt schon. Okay. Über deinem Garten. Ich wollte Wasser klauen, statt Wasser klauen hat er mir die Eimer geklaut. Ist doch auch schön. So. Also, nein. Geh mal ins Nether, mal kurz, um mal zu gucken, was da so los ist. Okay. Vielleicht finde ich ja was Schönes. Ach, jetzt sind meine Eimer wieder da. Ja, wieso nicht? Hat's vielleicht ein bisschen gewackt? Das ist möglich. Nein. Den wollte ich da eigentlich nicht hinsetzen. Aber wie dumm seid ihr denn? Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. So, okay. Ich hoffe, dass das Ganze hier auch funktioniert, klapselt. Weil ich fülle hier Wasser rein und Wasser rein. Wie viel Wasser muss denn da bitte rein? Ja, überleg doch mal, wie wenn du ständig wie überall Gießkannen in der Luft hast, wie viel Wasser fließt denn da pro Minute durch? Das muss natürlich alles reinfüllen. Das ist ja ein bisschen viel. Ich dachte, das wäre so ein Endlosbecken, so, weißt du? So, warte mal. Hat gerade ein bisschen geleckt. Die hat man vorhin weggenommen. Das ist doch. Also, ich muss schon sagen, diese komischen Spinnen hier im Wetter, die aussehen wie. Also, wie als würden sie nicht in Minecraft reingehören, weil die so detailliert und rundlich sind. Sind so eklig. Die machen so ein. So, mal gucken, beim so zermatscht werden. Einen noch. So, jetzt ist der da drinnen. Jetzt habe ich ja erstmal. Auf geht's. Wir kommen wieder nach oben. Servieren. So. Dann füllen wir hier mal 10. weiter. Jetzt hier. Duffy, wie viele Eimer hattest du bei dir da reingefüllt gehabt?
Ich habe das einfach an meinen aquösen Akkumulator angeschlossen. Das kriegt unendlich Wasser. Ach so. Ja. Fand das jetzt irgendwie sinnvoller. Okay. Brauchst du den da noch? Ja. Also das Wasser verbraucht sich, ja? Schon. Dann muss ich ziemlich noch, langsam, aber es verbraucht dann sich. Dann muss ich noch einen aquösen Akkumulator machen. Es sind aber viele Viecher hier. So. Aber wir haben erstmal Wasser drin. Ey, die Truhe ist nicht leer. Das heißt, unser Garten kann auf jeden Fall bewässert werden. Naja, noch nicht. Wir haben noch keine Sprinkler-Dinger da dran. Aber irgendwie zeigt das immer mal klar an und dann wieder nicht klar und keine Ahnung. Okay, aber weitermachen wir in der nächsten Folge. Was? Ist schon also ich nicht, ich hack hier noch ein bisschen. Ja, ja. Und Yama wird wahrscheinlich dann irgendwann mal mit seiner Rakete starten. Nein, wird er nicht. Da muss erst noch eine Raffinerie bauen und irgendwie das Öl kriegen. Ach und dann so, Treibstoff herstellen. Dann noch das heißt, das mit der Rakete wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Ich sag auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüssi. Tschüss.